Das ist noch schneller. Ja gut, auf jeden Fall sind wir hier heute mit dem Martin Luchsinger, gell? Yeah. So ist es. Hallo, jetzt, Sandro. Gehen wir dann gerade los. Yes. Ich freue mich. Du auch? Auf Schweizerdeutsch sehr, ja. Zuerst mal auf Schweizerdeutsch und nachher machen wir noch das Englisch, gell? Mm-hmm. Okay, gut, genau. Das ist ja dann verlinkt. Ja, haben wir so abgemacht. So ist es. Ist ein Vertrag. Genau. Stürzen wir unser Vergnügen mit der Frage von meiner Geschwister, die sie gestellt hat. Wie könntest du dir vorstellen, fühlt es sich so, wenn man einen Tag im anderen Geschlecht sich befindet? Du würdest dich ja als du, also als Typ bekennen und wie würde sich dann als Frau anfühlen für den Tag? Wow. Was würdest du machen? Irgendetwas? Was für eine Frage. Es geht schon los. Ja. Die Frage kann man natürlich in ganz viele Richtungen beantworten, ist klar, logisch. Ich denke nur noch, viele Frauen sagen mir, hey, ich würde so gerne schöne Kleider anlegen und sie legen damit auch schöne Kleider an. Aber alle Typen, also so viele Jungs, die mich anstarren und mir, einfach mich begaffen und sie fühlen sich an mich unwohl. Ah, wirklich? Das kommt mir jetzt gerade als erstes in den Sinn. Wie das ist, also ich meine, jeder möchte natürlich erkannt, begehrt werden und so weiter. Möchte Bestätigung. Das Gegenteil wäre ja noch blöd, wenn niemand dir einen Blick zuwerfen. Genau, ja. Ja. Also ist das wahrscheinlich so im Graubereich. Ja. Und das heißt, würdest du ein schönes Kleid anlegen? Ja, ich würde sicher. Ich würde ganz viele Kleider haben. Und dich selber fütteln und am nächsten Tag anschauen, wenn du wieder am Mann bist? Ja. Ich weiß auch nicht. Das wäre jetzt vorausgegriffen. Also genau. Natürlich nicht, aber in diesem Universum wär's dann, dass ich weiss, dass ich am nächsten Tag wieder ein Mann bin. Aber in dem Moment wäre ich ja dann eine Frau und mich total bewusst als Frau. So stelle ich mir das vor. Ohne zu wissen, dass du wieder ein Mann wirst, wäre am nächsten Tag. Ja, ich weiss, ich muss einfach die Frage stellen. Ja, klar, logisch. Was meinst du, wie hat es deine Schwester gemeint? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich stelle einfach die Frage, wie sie gestellt worden ist. Aber ich tue jetzt ein bisschen reminisieren über das, was wir so sind, spontan. Ja. Also ich beantworte sie so, als wäre ich eine Frau und nichts anderes. Mhm. Ja. Also ich hätte ganz viele schöne Kleider. Ja. Okay. Ja. Gut, in einem Tag müsste ich mich dann recht viel umziehen, gell? The Queen from England. Das könnte noch streng werden. Ein bisschen dort, Aber ich hätte schon 3-4 Garderoben parat für an diesem Tag. Ja, also das Gefühl, so der Style von der Frauen ist das, was dich dann wundern würde, wie sich das anfühlt, wenn man, sagen wir mal, schöne Kleider trägt als Frau, wie sich das anfühlt. Weil du hast ja gesagt, Kolleginnen von dir haben gesagt, das sei ein Fluch und ein Segen sozusagen. Aber das wäre das Erste, was du herausfinden würdest, ob das so ist oder nicht. Ja, das mit den Kleidern, das denke ich völlig unabhängig von dem, was jetzt, von dem, was ich vorher gesagt habe. Ja. Es gibt einfach so viele schöne Kleider. Es gibt so viele Styles und Farben, die man kombinieren kann. Jetzt... Meinst du mehr als Frau als als Mann? Ja, ja. Gut, das würde ich unterschreiben. Du natürlich als Modedesigner. Nein, hast du da noch einen grösseren Horizont? Und hast vielleicht auch noch Visionen und Ideen, was man alles tragen als Mann. Das ist ein bisschen kreativer als Frau als Mann. Ja, ganz klar. Wenn du auf den roten Teppich gehst, ist der Mann im Tuxedo und die Frau kommt mit irgendetwas in Mode. Tausend Varianten kannst du das stricken. Genau. Ja gut, ich weiß nicht. Ich meine, willst du noch etwas dazu sagen? Oder ist die Frage somit beantwortet? Ja, ich würde jenes dazu sagen, ja. Aber, sag nochmal einen Satz. Das ist spitzig. Kann man sagen, jetzt sagt er einfach etwas über Kleider. Das ist ein bisschen oberflächlich vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Es ist menschlich. Weiss nicht. Kleider geht's in allem, was du machst und einen Sinn für etwas hast
und eine Freude an etwas hast, ist das ja etwas Persönliches. Und du tust ja das auch irgendwie vielleicht spiegeln, mhm, auf verschiedene Arten. Oder? Also je nachdem, was du drehst, fühlst du dich auch so. Möchtest du so das, dein Gefühl ausdrücken, wie du dich an diesem Tag fühlst. Und ja. Also so ein genau, äußerer Spiegel vom inneren, von der inneren Erkenntnis basiert auf einem, ja, täglichen. Ich habe das Wort Spiegel gesagt und dann habe ich gemerkt, oh, die Spiegel sind an verschiedenen Orten. Die sind so, die können auch hinten sein, wenn sie schon vorne sind. Und dann bist du auf einmal in so einer, ja, Infinity, oder? Genau. Nicht schlecht. Ja, ja gut, wenn wir schon bei, mhm, so Themen sind, deine Passionen in dem Sinn. Und ich meine, wir kennen uns nicht wirklich gut. Mhm. Alles hat sich zum Glück auch zufällig jetzt ergeben, dass wir da hocken, mm-hmm, oder? Mm-hmm. Erzähl einfach mal kurz, wer du bist in so einem Elevator-Pitch vielleicht. Mm. In welchem Stock? Wir gehen vom 1. in 40. Du hast 30 Sekunden Zeit. 30 Sekunden? Sehr schnell, ja. Die Schwerkraft zieht dann auch noch ein bisschen anders. Ja, die gibt dann auch noch ein bisschen. Noch. Ja. Ich heiße Martin Luchsinger, ich, mhm, habe einen Bruder, eine Mutter, einen Vater. Ich, mhm, bin ein bisschen außerhalb von Zürich aufgewachsen, mhm, habe gerne geshootet, mhm, bis 12 Uhr, also, mhm, auch jetzt noch. Ja, ja. Und dann habe ich angefangen zu skateboarden und das hat mich voll reingezogen. Und ab dort hat es nur noch Skateboarden gegeben. Eben genau, in dem Sinne so Elevator-Pitch-mässig. Snowboarden natürlich. Genau. Ich habe dann in einem Laden gearbeitet, im Beach Mountain, mm-hmm, für 12 Jahre. Von 18 bis 30 Jahren angefangen, Film machen, Snowboard-Film. Mm-hmm. Genau. Bin dann so in den Auftrag- und Werbefilmbereich, ja, ja, reingekommen. Bereich. Ja, das ist immer so ein Wort. So eine Bubble. Ja, ja, es ist mega. Und es ist einfach zu entdecken, was in einem innen ist, was einem reizt. Was eine glückliche Fügung von, sagen wir, wie sich das ergeben hat. Oder? Du bist ja von mir, wie gesagt, Skaten, Snowboarden gekommen, so kenne ich dich auch von früher. Ja, ja. Und dann noch einen künstlerischen Aspekt, mhm, in die ganze Ästhetik hineingeben, ist etwas, was dich dann nachher weiterbewegt hat, so in dem Sinne. Ja, ist eigentlich interessant, wie man das entdeckt, gell? Ja. Manchmal ist es so ein Erlebnis. Für den Beach Mountain haben wir so Magazines gemacht. Und dann haben wir das Cover geschossen in dem Sinn. Das war 20 Jahre Beach Mountain. Okay. Und dann haben wir so Torten anfertigen aus Holz. Und ja, ein Hase ist dann so daraus rausgekommen. Okay. Und es war mega lustig. Und das zum Leben erwecken. Weißt du, wir sind, also ja, bist dann, okay, das sind die Sachen, das sind die Kostüme, das sind, mhm, die Leute, die das machen. Wir sind an dieser Inszenierung in dem Sinne. Es ist inszeniert. Ja. Und dann habe ich gesagt, geil. Oder? Jetzt lebt es, jetzt ist es da, jetzt siehst du, ja, ja, es. Ja, ja. Alles, was du im Kopf hinein hast, im Herz, irgendwie ist es entstanden. Und dann war das so deine Art Direction in dem Sinn, wo du, ja, angefangen hast. Und ja, das war so der Anfang, ja, von, sagen wir, in den Filmbereich hineingehen. Weil du bist ja Skater gsi. Mhm. Ich glaube sogar noch relativ ein erfolgreicher Skater. Oder? Ja, also. Klang, und die Frage haben wir vorher schon abgemacht, und ja, du hast gesagt, du sparst sie auf jeden Fall. Das ist der beste, ja, Trick. Ja. Ja, aber noch zu dem, das ist einfach. Dort habe ich gemerkt, wow, etwas, einfach das zu machen. Und dass es dann zum, eben, ich habe es schon mal gesagt, zum Leben erweckt, ja, wird. Das hat so Power. Grafisch in dem Sinn, oder was? Ja, ja, grafisch. Ja. Eben, ich bin nicht Grafiker. Ich bin in der Schule, hat die Banknachbarin viel besser ausgemalt mit dem, ja, Farbstift. Ja, ja, ja. Obwohl ich wahrscheinlich gerne mit Farbe, aber das hat man dann so, weißt du. Aber ein Gefühl auf ein Medium bringen, ja, wo sonst eigentlich, ja, ja, physisch, ja, manifestiert wird. Genau, das, ja, das spürst du, so ein Spiel, wenn du einen Trick starrst. Fantastisch, ja. Rausfährst und findest so, wow, es ist gut. Ja, ich kenne das Gefühl, weißt, so, ja, das kenne nicht viel, aber das ist so. Ja, und ich glaube, es hat schon etwas mit Skateboarden zu tun, weil du läufst schon und denkst, oh, dort könnte ich, warte, wenn du so anläufst, holst. Genau, ja. Und dann probierst du vielleicht etwas anderes. Ja. Und probierst so lange.
du gehst dann nicht auf. Du ja. gehst nicht auf. Das tut weh beim Skaten auch, wenn du mal ja. immer wieder auf die Schnur ja, gehst. Ja, physisch tut es weh. Ja. Die anderen Prozesse im Film, die wir manchmal machen, die tun manchmal genau. auch weh. Wenn nicht mehr, oder musst kämpfen für etwas. Oder kämpfen ist jetzt vielleicht. Aber sag mal noch den Trick und danach gehen wir wieder zurück, genau. ins Künstlerische. Sag mal ja, den Trick, gut. der beste Trick. Ja. Du hast mich ja ein bisschen schon vorbereitet. Ja, zum Glück. Und sind mir drei Sachen durch den Kopf. Das eine ist natürlich, kann ich einen Oli? Und wenn ich den können habe, ich so, dann weißt okay, die Türen ist auf. Genau, Türen ist auf. Ja, jetzt kann ich alles machen. Oder? Und das andere ist, der Kickflip, kann ich das überhaupt? Das ist so Stage. Ist so lang geübt, so lang geübt. Ja, sag's nicht. Und dann bin ich irgendwann an einem Tag, habe ich so, ich muss einfach beide Füße draufbringen. Und ich bin nur auf dem Tail gelandet. Und das Board ist so gestanden. Ja, ja, aber weiss, gleich hast du gewusst, jetzt geht's. Ich hätte an diesem Tag noch müssen zu einem Schulpsychologen oder so. irgendwie. Also ich bin ein anständiger Mensch gewesen, aber es sind einfach so, ja. Aber trotzdem Sachen. Mit einem Oli und mit einem Kickflip gewünscht keinen Contest. Nein, aber ich habe dann schnell, ich bin dann heim, angerufen, dort, gesagt, fühlt sich ein Rauber, hören Sie, es ist etwas Riesiges passiert in meinem Leben. So gut. Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Es ist ein Trick auf dem Skateboard, Kickflip. Und ich kann heute nicht kommen. Ja. Das ist Psychologie. Ich muss sofort weiterüben. Ich möchte können. Ja, ist gut, machen wir einen anderen Termin. Okay. Habe ich abgehängt, bin sofort wieder auf den Schulplatz. Ja, ja, dann hat es angefangen zu regnen. Dann habe ich gestanden. Ja. Und dann. Ich sagte so, wow. Ja. Und der dritte ist. Der Weltmeisterschaft gewesen. Also für alle, die jetzt zuhören, es ist pure Freude. Und man hat Träume, man hat Sachen schon gesehen, man wünscht sich etwas. Denkst, wow, wenn ich einmal dort auch bin, irgendwie so. Kann mitmachen und etwas machen. Ja, ich bin fünfmal mitgefahren dort schon. Und das war Mini-Ramp, Halfpipe oder Street? Es war ein Best Trick Contest. Ah, okay, alles klar. Und es war von der Word, die war wirklich hoch. Gewesen. Vier, ich weiss nicht wie hoch. Hoch. Dortmund, Westfalenhalle. Okay. Und dort ist ein Rail runtergegangen in eine mega steile Bank. Ouch. Und ich habe schon von Anfang Contest habe ich so habe ich einen Trick können. Aha. Dann habe ich noch jemandem gesagt, so, ja, Tailslide wäre noch. Tailslide wäre noch geil. Das ist Frontside, Backside? Oder? Frontside, ja. Sure. Frontside. Und Frontside ist ja umgekehrt im Snowboard. Ja, also so. Eigentlich genau, so. Dann, ist gleich recht heavy. Ja, vor allem, als du fährst an, du siehst nichts. Du siehst nur einen, die anderen. Und du weißt, dass dort irgendwo noch immer das Rail hat. Ja, es hat ein Rail und ein Gap. Wenn es okay ist, dann leiert es dich um und es tut weh. Ja, ja. Und die Bank ist wirklich steil. Also, du musst das Gap clearen und musst es können ausrennen. Und es ist am Schluss des Contests, dann haben sie einfach noch einen Best Trick Contest announced. Und dann ich so. So ja. Hast du ihn abgeholt? Nein. Ja, es ist das, in dem Moment ist weniger um das gegangen, weil er den Trick machen. Genau. Und dann bin ich hoch und haben sie mich schon angekündigt. Mark Luxinger, get up there. Oder Dave Duncan, mega bekannte. Oh, geil, ja, kennst du den? Ja, ich so, okay, er sagt mir ja, oder? Ja, genau. Und dann bin ich hoch und habe Anlauf geholt und die ganze Bank voll Kameras und Fotografen. Oh. Und ich so, Mann, da komme ich nicht mehr runter. Ja, genau. Und dann habe ich probier. Und dann irgendwann ist es wirklich gegangen, bin rausgefahren. Ich bin bei der Landung hat es mir das Hemd vor das Gesicht. Und ich so, Adrenalin, es ist so. Ja, und die Bank ist so ein bisschen fasserig, rutschig. Rausgefahren. Ich so, okay, jetzt einfach nicht gerade jubeln. Weißt du, so ein bisschen posermässig, oder? Hey, weißt du was, es ist noch witzig, weil ich habe mal einen Snowboard-Contest gewonnen, ein einziges Mal in meinem Leben. Und ich habe, ja, was weiß ich, mit Switch 360 und dann Switch Rodeo und dann noch nichts mehr gemacht. Und ich habe gejubelt und den Martin Held, mit den Helden, den kennst du nicht. Ja, ja. Ich bin auch mit ihm mit dem Lift hochgefahren und habe gesagt, es wäre schon gut gewesen, wenn du nicht so gejubelt hättest wie ein Skifahrer. Also dort ist mein Schritt verlust, das hast du schon gewusst. Ja. Ich habe dort Contest zum Glück noch gewonnen, aber es ist eine andere Geschichte, zum Teil. Ja, nein, das ist genau das, einfach nicht jubeln, einfach so genau sich innen daran freuen, du musst es ja genau. Mhm. Ja, voll. Lass mich mal etwas fragen. Der Preis, oder, ja, sag noch mal, ob ich gewonnen habe, der Preis war, die Pros, die da waren, also die Jungs sind gewisse, die ich seit Jahren im
einem Mag angeschaut habe. Mhm. Oder gefunden habe, so, oh, wie der shredded und so. Da bist du einfach zu mitsinnen bei diesen Leuten, so, gell? Fühlst du dich voll dabei? Nein, der hat so, let me buy you, der Rob Gonzalez. Oh. So, let me buy you a beer. Und ich so, for that trick und so. Okay. Weißt du, und ich ja, so, ja, ja, ja. Du, dann lad mich ein zum Bier. Und dann ist Chad Childress ist noch gekommen. Also, oh. Hat so gesagt, ich kann nicht wissen, dass es möglich ist. Das ist überhaupt bis von wegen dem Rutschen und so ein wirklich ein hartes ja, ja, Geben. Ja, ja, ich so, ja. Okay. Also gut, ja. Da habe ich vielleicht nicht unbedingt. Es gibt Wahnsinn. Keinen schöneren Preis wie das. Ja, absolut, ja. Also, da hast du einfach so Appreciation in dem Sinn, oder? Das ist ich sehe im Traumland, oder? Lass mich mal etwas fragen. Ja. Du hast ja gesagt, du bist ja in Amerika gewesen und wir gehen jetzt noch über Skaten, weil die Zeit geht in Ruhe. Wo sind wir? Also, 16 Minuten. Ja, wir haben uns ein bisschen vorher eingestellt. Ja, ein bisschen. Okay, dann reden wir einfach schneller. Ja, sehr schnell reden. Auf jeden Fall, heute hat mir jemand gesagt, jetzt bleiben wir noch beim Skaten, oder? Ja. Ich bin ja in Amerika, du bist in der Schweiz. In Amerika, wenn du auf der Straße bist und mit den Leuten redest, ist es sehr unkompliziert. Aber wenn du auf den Skatepark gehst, weißt du, wer die Hose anhat. Und da in Zürich ist es eigentlich fast umgekehrt. Da hast du irgendwie das Gefühl, jeder schaut den anderen an in Zürich, jeder kennt den anderen und hast immer irgendwie so ein das Gefühl von Intimidation oder sozusagen. Mhm. Aber wenn du auf den Skatepark gehst, dann sind alle gleich und es kommt nicht darauf an, und jeder macht, was er kann. Mhm. Das ist so ein bisschen Amerika, oh, wow. Schweiz. Ja. Difference. Wie fühlst du dich, wenn du gehst skaten? Was holst du aus der Philosophie vom Skaten raus? In Zürich jetzt vielleicht? Ja, wie du sagst, also das Schöne ist, also das Schöne, alles ist so viel Schönes, aber du lernst so schnell Leute kennen. Ja. Und hast so schnell, also meine besten Freunde sind, habe ich auch durch Skaten kennengelernt. Genau. Das ist schon lange zurück und ich kenne mich. Du lernst so viele Leute kennen, so viele Leute kennengelernt, es geht in der Schweiz, aber auch auf der ganzen, also auf der ganzen Welt, einfach an vielen Orten der Welt. Es ist etwas, was verbindet, was auf einem kleinen Sektor stattfindet, weil, wie gesagt, ich meine, man riskiert Knochen und Kragen, weil man irgendwie so, du hast ja gesagt, du bist auch noch ein 13 Step runtergekommen und so, das schüttet man nicht einfach so zum einmal aus. Mhm. Da hast du irgendwelche Leute, die etwas gemeinsam haben, die auf so einem kleinen Sektor sind, dass sich das so stark verbindet. Mhm. Und du fühlst dich sofort daheim. Ja. Bist in Kanada, sind wir so eine Art Fotoausstellung von Rick McCrank im Shop. Oh, geil. Und hat so eine Mini-Ramp da. Und ich hatte nicht mal das Board dabei. Aha. Und dann bin ich einfach die Ramp, so, ich habe das Board an. Bist einfach das gleiche Gefühl wie die Etiketten unter der Autobahnbrücke. Weißt du? Es ist gerade Familien, oder? Ja, irgendwie. Es ist so, aber du musst auch dort hinkommen und dann fühlst du dich in dieser Familie daheim. Ich weiss nicht. Eben, wenn die Zeit schon ein bisschen vergeht, wenn du irgendjemanden könntest wählen und irgendeine Frage würdest stellen, wer wäre es und was würdest du die Person für eine Frage stellen? Aha, die Person müsste ich auch noch. Eine Person und eine Frage. Ja. Also die Frage ist einfach so, für was bist du dankbar im Leben? Und wer würdest du es wollen fragen? Wer ich das will, will ich fragen? Jeder Mensch. Irgendjemanden könntest du fragen, irgendetwas. Und könntest du dort vorne fragen, warum so eine blöde Fixur hat. Oder eben wie gesagt, du könntest dankbar sein. Eine Person würde dich nicht interessieren. Mal. Fragen legen. Oder hättest du irgendjemanden, der unbedingt etwas würdest du fragen? Ich weiss, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe dir Zeit Ja, nein, es kommen dann natürlich 100 Leute in den Sinn. Ja, logisch, ja, ist ein bisschen unfair, aber ich sage jetzt Slow TV. Es ist mir wichtig, aber ich habe nicht etwas spezifisch im Kopf. Ja. Nein. Könntest du auch spannend, kannst du mir dann sagen, wer gefragt hast? Nein, ich frage dich einfach, irgendeine Person, mit irgendetwas würdest du fragen. Ich meine, ich habe ein paar Antworten gegeben, die wir schon gehabt haben. Jemand hat gesagt, ja, ich würde wollen wissen vom Hitler, wieso dass er das gemacht hat. Ich würde wissen vom Jesus, warum er wirklich der Sohn von Gott ist. So Sachen sind bis jetzt mal gefallen, aber das sind natürlich auch sehr abstrakte Gebilde. Oder ich weiß auch nicht, ich würde das einfach, aber es hat keine Antwort geben für das. Ja. Schwierig, gell? Ich wüsste eben auch nicht. Ja, das Erste wäre jemand fragen, wo sehr wenig materiell im Leben hat. Oder? Das wäre eine interessante Frage.
Aber genau gleich auch so, wo mega viel machen. Also, nein, ich weiß schon, was du meinst. So vom sozialen Status, sage ich jetzt mal, wo ich ja, wo es, gar nicht wo so Glücksgefühl hat oder so. Ich glaube, jeder Mensch hat so ganz viele Sachen in sich hineingepflanzt. Ja, ja, ja. Und es ist wie so ein Samen. Und das klingt damit so, aber für mich ist es mehr so, es kann sein, dass du das entdeckst und dann kann ein Raum aufgehen in deinem Haus. Und okay. Dann entdeckst du das. Hast du schon mal so eine Erfahrung gemacht, die du konkret benennen kannst? Ja, selber, ja. Zum Beispiel, zum Beispiel mit dem Schreiben, das ich angefangen habe. Genau, ja. Ja, und dann tust du etwas, was in dir drin ist, erkunden, zusammen mit einem Thema, dann tust du es veräussern und dann ist es manifestiert. Und etwas tut es wie ein Spiegel von dem, wo das Innere ist draussen und du spürst es im Inneren. Und das ist ein Austausch. Und ich meine es nicht egoistisch. Nein, ich verstehe das schon. Eine Freude du, an der Sache. Das neugierig getrieben in dem Sinn, um so etwas kennenzulernen. Ja. Und nicht sich versuchen zu verkaufen. Ja, und weil viel Intuition auch noch mit drin ist und intrinsisch auch, ist das manchmal dann, bist du dir das ja gar nicht bewusst. Und wenn du dann etwas anschaust, merkst du, aha, dann hat es eine andere Ebene, wo du das erfährst. Das ist jetzt so ein Ego-Austausch. Nein, aber das stimmt schon. Ich meine es nicht Ego, ich finde das... Ja. Aber nein, das ist schon gut, das geht ja um dich jetzt so. Da. Aber gerne mal fragen, in welchem Jahr hast du das Gefühl, hast du am meisten... Also sagen wir, kannst du sagen, ja, als ich irgendwie 5 war, 10, 12, 50 bist du ja noch gar nicht. Nein. Logisch nicht. Aber gerne mal sagen, auf irgendein Jahr... Nein, vielleicht kannst du es dann beantworten. Aber was hast du das Gefühl, was ist bezüglich... deine Einsichten, dein markantestes Lebensjahr gewesen? In welchem Alter warst du, wo du das Gefühl hast, dort habe ich den grössten Schritt gemacht, als ich 13 oder weiss ich auch nicht was. Also, weiss ich, ich suche mir die Fragen einfach zum Daumen aus, oder as we go. Ja, ist super. Also, ich bin mir am überlegen, auf welcher Ebene dass ich es beantworten will, weil es gibt ja ganz viel verschiedene zu den zum anderen glücklich, einfach wenn man es gut mit den Leuten hat, zum anderen nochmal schnell. Das kann auf der Straße sein, nur irgendein kleiner Moment, das macht mich, das ist mein Drive. Ich möchte es mit den Leuten gut haben, ich möchte lebendig sein, ich möchte entdecken, ich möchte einfach Fun haben, wenn du sagst in Amerika, hey, WhatsApp und das auf der Straße und so. Der eine geht auf den Mann, der macht noch das Peace sein gegenüber und das ist schon made the day. Ja, ich liebe es, aber mit jedem Mensch, nicht? Ah, das ist ein Skater. Ja. Nein, klar, ich bin egal was. Das ist das. Sorry, ich bin nochmal auf die Frage ist schon gut, Ich bin manchmal auch ein bisschen sprunghaft, gell? Ja, du, das gehört dazu, oder? Genau. Das macht man das auch, das ist sehr spontan. Ja. Kannst du sonst etwas beitragen? Ja, also die tiefste Frage ist, das weisst du nicht, und das ist auch gesehen, also heute zusammen, was sagt jetzt der und wie meint er das? Wie? Der Build-up zu so einem Moment ist noch viel stärker als der Moment selber. Also, der Moment definiert sich ja aus dem, warum das passiert ist. Was im Vorhinein gelaufen ist und dann, wenn es passiert ist, ist es dann schon wieder passiert und geht es wieder von vorne los. Also ich habe ganz viele Glücksmomente in meinem Leben, aber auch Sachen, wo du verfahren hast, weil jeder Mensch trägt ja auch noch irgendwie Schmerzen in sich hinein, Sachen, die er erlebt hat, die er verdaut hat und so weiter. Und ich habe zu gewissen innerhalb von Sachen. Ja, und ich habe 2015 habe ich Jesus Christus mein Herz gegeben. Ah, wirklich? Ja. Das war schon da. Ja, und das ist so. Das ist der Moment, wo ich einfach geliebt, angenommen, gut so wie du bist. Mit allem Guten, allem Schlechten. Man ist kein, weißt du, heute bin ich ein perfekter Mensch. Nein, das so perfekt ist schon gar nicht. Das ist ja beendet, ist ja vollendet. Absolut. Und so. Aber ich, das ist das, ja. Machst du das biblisch und religiös? Tust du das pflegen oder für dich selber? Oder in der Kirche oder was auch immer? Ja, das kann ja. Das ist einfach ganz vollumfänglich. Ist ja egal. Es ist völlig egal, wo nein, wann. Klar, ich in dem Sinne, also nicht egal, wo die nicht sagen, es ist in jedem Bereich vom Leben.
für mich ist es, also Religion hat etwas mit Regeln zu tun. Das heisst, ich muss nicht Regeln erfüllen in dem Sinn, sondern es kommt. Wie wenn du sagst, ja, mach das, und du sagst, ja, nein, wie muss ich das machen? Und dann kannst du es nicht, und dann muss ich es und so. Aber ich mache ja das, weil ich will das machen. Und nachher entsteht etwas. Und zwar aus der Freude, aus dem, was in mich hineingesetzt ist. Und eine Erkenntnis auf eine Art, die so schnappartig gekommen ist, auf eine Art. Ja, es hat schon einen Weg dorthin gegeben. Schon, ja. Und, das ist ein imposanter Ziel. Ja, ich meine, wir nicht es ist, es ist, in ja, da, aber können, ich finde das sehr es ist mega lebendig. Also, es ist ja lebendig. Jesus sagt, ich bin lebendig in euch. Ja. Das ist Luft, ja, sehen ja, wir auch nicht und so. Gesagt, sagen wir es mal so. Aber ja, ja, immerhin, das lange schon mal. Ja, genau, ja, ja. Weißt, aber ich bin auch nicht so drauf, so, hey, und jetzt musst du ja, mal, weisst, und jetzt los mal ja, zu. Ja, nein, ist klar, so, habe ich so erlebt? Nein, ich habe es sicher nicht ja, so ja, erlebt. Ja, logisch, und vor allem möge ich es nicht. Ich finde ja. Das wahnsinnig spannend, und das sehen jetzt vielleicht Leute, die das uns am Reden sehen und so. Und vielleicht, ja. Weißt du, was wir machen jetzt? Jetzt machen wir die letzte Frage und dann gehen wir ins Englische. Ist gut. Ja, genau. Ich muss die SIM-Karte wechseln und dann machen wir ins Englische. Ja, ist gut. Du weißt, du musst die erste Frage für den nächsten stellen. Sehr wahrscheinlich ist der beste Kollege von meinem Bruder, wo wir das Tragische, was passiert ist, wissen. Jawohl. Und er ist ein Arzt oder ein lernender Arzt. Ja. Und der Götti von meinem Neffe Dr. Lenny, der den ganzen Podcast angefangen hat. Ja. Ein Arzt, irgendeine Frage, die du stellen willst. Egal, was dir gerade in den Kopf kommt. Boah, ich würde mir am liebsten etwas sagen, hey, tu dich nicht anklagen für irgendetwas. Das macht er sowieso nicht. Das wäre so das, was ich aus dem Herz gerade würde sagen. Ich kenne ihn nicht. Ja, eben so. Genau, ja. Aber es ist so ein Gedanke, der hochkommt und ob der irgendwo da ist. Oder man soll ihn fragen, ob er irgendwo durch ein Schuldgefühl hat für irgendetwas. Das muss ja nicht mit dem jetzt verwandt sein. Das kann man nicht mit Schuldgefühl. Das ist eine persönliche Frage. Ja, klar, aber du kennst ihn nicht von dem. Also, wenn du findest, dass du ihn das könntest fragen, kannst du ihn kann es nur fragen, wenn du einverstanden bist, wenn ich das frage. Findest du, wir können ihn das fragen? Ich kann alles, egal was, fragen. Ja. Wenn wir das fragen? Ja, ja, dann fragst du das. Dann keep up the good work in English. Keep up the good work. Wir sind das im Englischen, ist gut. Jetzt machen wir noch einen auf Englisch. Ja, ist gut. Das ist gut. Mega. Yeah, ist gut. Zack. Badam. Also, ist gut. Yes.